Heute zeigt die Laena euch, wie man Mumienwürstchen macht, denn es ist ja bald Halloween. Also zuerst braucht man Eigelb, Würstchen, kann auch vegetarische Würstchen nehmen und Blätterteig. Dann muss man hier ein dünnes 2 cm Streifen schneiden. Und dann das um die Mumie wickeln. Würstchen. Und oben muss man ein bisschen Platz lassen, damit da gleich das Gesicht hinkommen kann. Und muss man ein dickeres schneiden. Und das noch darum machen. Dann kann man oben noch ein Turban machen. So. Zeig mal, wie die aussieht. So. Oh, ganz schön niedlich, deine Mumie. Dann da drauf legen. Dann mit Eigelb anpinseln. Warum pinselst du das mit Eigelb an? Damit das später schön knusprig ist, oder warum? Ja. Aha. Ah. Da. Was machst du denn jetzt? Ein bisschen vom Blätterteig. Ach, die hat noch nicht den perfekten Turban. Ja. Die habe ich ja auch gemacht, was? Ja. Also wie ihr seht, Laena kann das besser als ich. Sie muss da dann nochmal Hand anlegen, bevor hier mit Eigelb bestrichen wird. So. Und jetzt das mit Eigelb anstreichen. Spaß? Ja. Das sieht man. Und wenn die alle eingestrichen sind, kommen sie in den Backofen. Das zeigen wir euch gleich, wie sie dann aussehen. Die Mumien waren jetzt 20 Minuten im Ofen, sind jetzt fertig. Und dann haben wir Ketchup-Pfeffer gemacht. Das Rezept gibt es bei meiner Mama auf dem Blog. Und jetzt mache ich die Augen für die Mumien. Dann mache ich mit einem Zahnstocher einen Senf und auf diese freigelassene Stelle. Zeig mal das Gesicht. Oh, ist das eine süße Mumie. Die möchte man ja sofort verspeisen. Dann, Mama hat jetzt den Ketchup drauf gemacht und jetzt essen.